Es ist natürlich traurig. Seit Kriegsbeginn demonstriert die Türkei einen sehr prinzipiellen Ansatz, das wissen alle. Wir geben uns alle Mühe, um diesen Krieg zu stoppen. Das haben wir gemacht, das machen wir auch weiterhin. Es gab bestimmte Fortschritte bei Gesprächen in Istanbul, aber leider hat sich in der Entwicklung dieser Gespräche ergeben, dass es keine oder negative Ergebnisse gibt. Aber wir haben alles Mögliche gemacht für einen friedlichen Ausgang. Um diesen Krieg zu stoppen, ja, das wäre für die ganze Region sehr hilfreich. Ich habe das Sergei gesagt, ganz offen. In den letzten Wochen, nach den Gesprächen, haben wir uns aus diesem Prozess rausgehalten, aber die letzten Aussagen von Zelensky und unsere Kontakte zeigen, dass es sein könnte, dass es einen Ansatz für gemeinsame Gespräche gibt. Wenn beide Seiten zustimmen, dann wird mein Land alles dafür tun, dass der Verhandlungsprozess wieder einsetzt. Das habe ich meinem Freund Sergei auch gesagt. Dieser Krieg schafft natürlich noch mehr Probleme für die Schifffahrt im Schwarzen Meer. Das haben wir auch besprochen. Ich möchte das betonen nochmals, insbesondere was den Export von Agrarprodukten aus der Ukraine und auch aus Russland betrifft. Das ukrainische Getreide für den Export braucht es natürlich einen Plan. Es gibt einen UN-Plan zu dieser Frage. Es geht auch um die Kontrolle dieser Schiffe. Und es wurde vorgeschlagen, dass Russland, die Ukraine und die Türkei einen gemeinsamen Mechanismus schaffen für eine Zusammenarbeit. Um diesen Plan geht es. Und in diesem Plan, also die Türkei hält ihn für angemessen, für akzeptabel und auch für implementierbar. Aber dafür muss die ukrainische Seite und die russische Seite dem zustimmen. Und um diese Details zu besprechen, können wir ein Treffen in Istanbul veranstalten. Das haben wir besprochen. Wir haben unseren Vorschlag eingebracht für Sonnenblumenöl, für Getreide, damit diese landwirtschaftlichen Kulturen auf den Weltmarkt kommen. Eine hohe Priorität hat natürlich die Zusammenarbeit im Energiebereich. Der Bau des ersten russischen Kernkraftwerkes Akuyu verläuft nach Plan. Wir entwickeln die Zusammenarbeit bei der Nutzung des Turkstream, der Gaspipeline. Das entwickelt sich alles laut der Verabredung zwischen den Präsidenten. Bei den internationalen Themen haben wir natürlich in erster Linie die Ukraine angesprochen. Wir haben noch einmal die Aufmerksamkeit auf Probleme gelenkt, die seit Jahren vor unseren Grenzen erschaffen wurden, Bedrohungen für unsere Sicherheit durch externe Akteure, die eigentlich sehr weit von dieser Region entfernt sind. Und wir haben den Lauf der militärischen Sonderoperation erläutert, die nach Plan verläuft und die gestellten Aufgaben erreicht und insbesondere darauf achtet, jegliche Schaden an der Zivilbevölkerung zu vermeiden und natürlich auch für die Militärangehörigen der Russischen Föderation sowie der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Viel Aufmerksamkeit haben wir dem Problem der ukrainischen Getreideexporte gewidmet, das unsere Kollegen und die Ukrainer selbst aufzubauschen versuchen zur Katastrophe, obwohl der Anteil dieses ukrainischen Getreides, um das es geht, weniger als 1% der weltweiten Produktion von Weizen und anderem Getreide ist. Deswegen hat
das überhaupt nichts mit der aktuellen Lebensmittelkrise zu tun. Das hat Präsident Putin vor einer Woche in seinem Sonderinterview sehr ausführlich erläutert. Ich denke, er hat alle Tatsachen dort sehr ausführlich dargelegt und alle haben das gehört, die es hören wollten. Wir schätzen nichtsdestotrotz die Bemühungen unserer türkischen Freunde, die nach Wegen suchen, die aktuelle Blockade zu lösen und Getreide aus ukrainischen Häfen rauszubringen und auch ausländischen Schiffen, von denen es dort mehrere Dutzend gibt, die Möglichkeit zu geben, diese ukrainischen Häfen zu verlassen, die dort faktisch als Geisel gehalten werden. Wir verstehen das Interesse der türkischen Seite. Wir haben heute daran erinnert, dass vor einem Monat oder sogar zwei Monaten unsere Marine, die Schwarzmeerflotte, angefangen hat, humanitäre Korridore bereitzustellen von den ukrainischen Territorialgewässern, faktisch bis zum Bosporus. Diese können genutzt werden von allen Schiffen, die diese Häfen verlassen können und in ihre ständigen Häfen oder Zielhäfen fahren. Bis vor kurzem haben die ukrainischen Regierungen und Präsident Zelensky sich nicht bereit erklärt, ihre Territorialgewässer zu entminen, um diesen Prozess zu starten. Vor ein paar Tagen hat Präsident Zelensky gesagt, gibt uns Antischiffraketen und wir werden das Problem selbst lösen. Ich glaube, jeder kann selbst beurteilen, wie angemessen diese Aussagen sind. Aber wenn sich jetzt, wie uns unsere türkischen Freunde sagen, die ukrainische Seite bereit ist, die Ausfahrt dieser Schiffe zu garantieren oder die Minierung aufzulösen, ja, dann hoffen wir, dass dieses Problem auch gelöst wird. Und auch mein Kollege Oliver Meyer-Rüth in Istanbul hat die Statements von Lavrov und Çavuşoğlu verfolgt. Ja, was darf man aus den Äußerungen schließen? Wird es denn nun einen Abtransport des Getreides aus den ukrainischen Häfen geben? Nein, soweit sind wir sicherlich noch nicht. Es ist so, dass der türkische Außenminister Çavuşoğlu gesagt hat, es könnte einen Mechanismus geben, dass man eben das Getreide eben aus der Ukraine exportieren kann über den Hafen von Odessa. Aber dafür müsste man eben auch Russland und die Ukraine sozusagen an einen Tisch bringen. Man müsste gemeinsam eben ein Abkommen auf den Weg bringen, damit eben dieser Funkmechanismus auch funktioniert. Und dafür sind eben direkte Gespräche nötig. Und das wäre dann unter Umständen ein nächster Schritt. Lavrov hat ja in seinem Statement unter anderem behauptet, der Abtransport sei bislang nur deshalb nicht zustande gekommen, weil die Ukraine sich weigere, die Seegebiete zu entminen. Wie ist denn das einzuschätzen? Ja, das war so der typische Blick des russischen Außenministers auf die Dinge, der ja immer wieder die Schuld sowieso bei den Ukrainern und in Kiew sucht für diesen brutalen Angriffskrieg, den Russland gestartet hat auf die Ukraine. Er sagt eben, ja, ihr müsst ja nur eure Minen sozusagen aus dem Schwarzen Meer abräumen, wegräumen und dann könnt ihr ohne weiteres exportieren. De facto ist es aber so, dass die russische Marine ja seit Beginn des Krieges den Hafen von Odessa und eben auch die gesamte ukrainische Schwarzmeerküste belagert. Und die Ukrainer haben eben als eine Möglichkeit, sich zu schützen, Minen im Schwarzen Meer positioniert. Und die werden sie jetzt erstmal nicht wegräumen, solange es eben kein klares Abkommen gibt, wie das Ganze läuft. Die Ukraine selber sagt, wir brauchen vom Westen, wenn wir diese Minen wegräumen sollen, damit eben diese Exporte funktionieren können, dann auch die entsprechenden Waffen. Und außerdem wünscht sich die Ukraine auch, dass unter Umständen ein Drittland oder mehrere Drittländer mit Kriegsschiffen dort im Schwarzen Meer dann Patrouille fahren, dass eben die Sicherheit der Hafenstadt Odessa gewährleistet ist. Denn es war von Anfang an sicherlich ein Ziel dieses russischen Angriffskriegs, eben auch Odessa einzunehmen und damit diesen strategisch wichtigen Hafen der Ukraine einzunehmen. Was auch zu hören war, ist, dass die Russen Bedenken hätten, die ukrainischen Häfen freizugeben, wegen der westlichen Waffenlieferungen.
Ja, sicherlich würde unter Umständen die Ukraine, auch wenn sozusagen der Weg zum Hafen von Odessa frei ist, auch unter Umständen westliche Waffen in die Ukraine importieren, vor allem solange die Russen weiterhin die Ukraine angreifen. Allerdings kann man diese Waffen eben auch auf anderem Weg, wie sich ja inzwischen schon gezeigt hat, in die Ukraine bringen. Also das ist auch wieder sozusagen so eine vorgeschobene Sorge der Russen. De facto ist es so, sie belagern die ukrainische Schwarzmeerküste und den Hafen von Odessa und sie haben das Ziel, Odessa einzunehmen. Und das ist eben die Sorge der Ukrainer. Und deswegen muss man eben vorsichtig sein aus Kiews Sicht, welchen Schritt man da jetzt geht, um diese Getreideexporte gewährleisten zu können. Das NATO-Mitglied Türkei sieht sich ja als Vermittler zwischen dem Westen und Russland. Çavuşoğlu hat dann auch Lavrov ganz betont als seinen Freund Sergei angesprochen in der Pressekonferenz. Wie dürfte das bei den anderen NATO-Partnern gesehen werden? Ja, das war schon bemerkenswert insgesamt sozusagen, wie Çavuşoğlu eigentlich sehr freundlich sich verhalten hat gegenüber der russischen Seite. Es war auch so, dass er eben nicht nur gefordert hat, dass eben das Getreide aus der Ukraine exportiert werden muss, dass es nicht nur dazu die Möglichkeit geben sollte, sondern dass eben auch russisches Getreide und russische Düngemittel exportiert werden müssen in Zukunft. Und man hat den Eindruck, dass das unter Umständen eben auch etwas mit der Situation in Syrien zu tun hat. Die Türkei kündigt seit mehreren Tagen eine Militäroperation in Syrien gegen Kurdenmilizen an. Und da muss man sich mit der russischen Seite verständigen, denn russisches Militär ist im Nordsyrien auch unterwegs. Und man hatte so ein wenig den Eindruck, dass unter Umständen diese beiden Themen zusammenlaufen und deswegen die türkische Seite auch versucht, da im Moment möglichst freundlich gegenüber den Russen zu sein, dass man unter Umständen eben auch da eine Lösung findet für Nordsyrien und sozusagen die Militäroperation dort starten kann. Aber könnte das gerade bei der NATO dann auch Unbehagen auslösen? Sicherlich. Es ist ja sowieso schon so, dass es aus Washington hieß, dass man eigentlich so eine Militäroperation der Türken im Moment auf gar keinen Fall sehen wolle. Und es gab ja 2019 schon mal so einen Einmarsch der türkischen Armee in Nordsyrien. Auch damals gab es ja große Irritationen in der NATO. Auch der französische Präsident hat das damals scharf kritisiert. Also die Begeisterung in der NATO über so einen Einmarsch in Nordsyrien der türkischen Armee hält sich dann sicherlich in Grenzen, insbesondere weil es auch einige NATO-Länder gibt, die sagen, das macht die Türkei unter Umständen eben auch aus innenpolitischen Gründen. Danke, Oliver Meyer-Rüth in Istanbul.